A3.0. Die nebenstehende Skizze verdeutlicht die Funktionsweise einer Bahnschranke. MS1 stellt die Schranke in geöffnetem Zustand dar, MS2 zeigt sie im geschlossenen Zustand. Der Bogen S1, S2 beschreibt den Weg, den die Schrankenspitze beim Schließen und Öffnen zurücklegt. Der Punkt M ist der Drehpunkt der Schranke und bildet zusammen mit dem Punkt F die Strecke MF, also den Schrankenfuß. Es gilt, MS1 gleich MS2 gleich 7 Meter, S1, S2 sind 8,85 Meter und MF sind 1,10 Meter. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A3.1. Berechnen Sie das Maß Alpha des Winkels S1, MS2 und sodann die Länge B des Bogens S1, S2. Und als Teilergebnis haben noch Alpha ist gleich 78,42 Grad. So, jetzt ist eine ganze Menge Text mit dabei, um die Situation zu verdeutlichen. Wir gehen aber wieder der Reihe nach durch, was überhaupt gesucht ist und was gegeben ist. Jetzt ist es als erstes, berechnen Sie das Maß Alpha des Winkels S1, MS2. Schauen wir uns mal an, wo dieser Winkel liegt. S1, MS2, also dieser Winkel hier. Ja, Winkel entgegen des Uhrzeigersinns eintragen. So, wie kommen wir jetzt auf die Größe? Schauen wir mal, wo dieser Winkel drin liegt. Ja, wir haben hier ein Dreieck, S1, MS2. Ja, S2, MS1, so. Und über dieses Dreieck können wir eigentlich nicht viel aussagen. Also von der Form her. Ja, wir wissen nicht, ob es ein rechtwinkliges Dreieck aussieht. Es sieht mal nicht so aus. Also müssen wir davon ausgehen, es ist nicht rechtwinklig. Ja, solange wir es nicht wissen, solange wir keine eindeutigen Angaben haben, immer von einem nicht rechtwinkligen Dreieck ausgehen. In allgemeinen Dreiecken gibt es eigentlich nur zwei Sätze, mit denen man dann arbeiten kann. Einmal der Sinussatz und einmal der Cosinussatz. So, jetzt müssen wir überprüfen, welche von diesen beiden Sätzen hilft uns weiter. Beim Sinussatz kann man sich ganz grob überlegen, man braucht zwei Seiten und die beiden gegenüberliegenden Winkel, um damit zu rechnen. Und beim Cosinussatz braucht man drei Seiten und einen Winkel. Ja, also ein Winkel ist gesucht, also braucht man beim Sinussatz die gegenüberliegende Seite, zusätzlich noch eine weitere Seite und zu dieser Seite den gegenüberliegenden Winkel. Was aber schon auffällt ist, wir kennen die beiden anderen Winkel nicht. Dadurch kann man sofort sagen, der Sinussatz funktioniert hier nicht. Überprüft noch den Cosinussatz, ob der geht. Wie gesagt, drei Seiten und ein Winkel. MS2 kennen wir, sind 7 Meter. MS1 kennen wir ebenfalls, sind auch 7 Meter. Und S1, S2 sind 8,85 Meter. Damit können wir den Cosinussatz benutzen. Den finden wir auch in der Formelsammlung auf der Seite 30. Und der heißt erstmal allgemein, a² ist gleich b² plus c² minus 2 mal b mal c mal Cosinus Alpha. So, dieser Cosinussatz funktioniert immer wie folgt. Man schaut sich an, welchen Winkel man hat oder berechnen will und fängt mit der gegenüberliegenden Seite an. Ja, also Alpha liegt a², also liegt a gegenüber. So, setzen wir ihn für unser spezielles Beispiel an. Wir fangen an mit dem mit der Seite, die dem Winkel gegenüber liegt. Hier ist unser gesuchter Winkel, also fangen wir mit S1, S2 zum Quadrat an. Ist gleich. So, jetzt die beiden anderen Seiten. Welche zum Erst kommt, ist in diesem Fall egal. Also MS1 zum Quadrat plus MS2 zum Quadrat minus 2 mal MS1 mal MS2 mal Cosinus von Alpha. So, die Größen kennen wir schon alle. Da alles ein Meter ist, lasse ich das jetzt der Bequemlichkeit halber weg und schreibe es halt einmal im Ergebnis, wenn es gebraucht wird. Ja, ich rechne jetzt als Maßzahlengleichung weiter. Also kann man sagen, S1, S2 sind 8,85 Meter zum Quadrat, sind gleich 7 Meter zum Quadrat plus 7 Meter zum Quadrat minus 2 mal 7 Meter mal 7 Meter mal Cosinus von Alpha. So, jetzt haben wir eine recht lange Gleichung.
wäre theoretisch mit Hilfe des Solvers eines grafikfähigen Taschenrechners lösen zu lassen. Wir wollen es aber über die Umformungen machen. Jetzt muss man halt wissen, wie man den Kosinussatz umformt, um den Winkel zu bekommen. Ja, als erstes die Strichumformung, das heißt, diese beiden werden mit Minus auf die andere Seite gebracht. Jetzt mache ich die ausführlichen Schritte, man kann es natürlich alles gleich in einem zusammenfassen. Dann werden es 8,85 Quadrat minus 7 Quadrat plus 7 Quadrat, minus 7 Quadrat. So, ist gleich minus 2 mal 7 mal 7 mal Cosinus Alpha. So, dann teilen wir alles durch alles, was hier vor dem Cosinus steht. Ja, schreibe ich gleich hin. Also einen großen Bruchstrich. 8,85 Quadrat minus 7 Quadrat minus 7 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 7 mal 7 ist gleich Cosinus Alpha. Und jetzt muss man nur noch die Umkehrfunktion vom Cosinus benutzen. Und dann folgt Alpha ist gleich Cosinus hoch minus 1 von und so ist der ganze Bruch. 8,85 Quadrat minus 7 Quadrat minus 7 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 7 mal 7. Ja, und das kann man ins ganz normalen Taschenrechner eingeben und dann müsste für Alpha ein ungefährer Wert von 78,42, hier oben haben wir es ja eh schon stehen, rauskommen. 78,42 Grad. So, also wie gesagt, wer sich den Kosinussatz etwas näher anguckt, der kann auch diese Schritte hier gleich überspringen und gleich entsprechend von dieser auf diese Gleichung hier umformen. Ja, Alpha ist gleich Cosinus hoch minus 1 von, Klammer auf, 8,85 Quadrat minus 7 Quadrat minus 7 Quadrat geteilt durch das, was vor dem Cosinus steht. So, jetzt haben wir aber erst den ersten Teil erledigt. Wir brauchen jetzt noch die Bogenlänge. Ja, also die Berechnung des Bogens B von S1 bis zu S2. Dafür gibt es auch wieder eine Formel in der Formelsammlung. Die finden wir beim Kreis. Ja, schreibe ich hier. Nämlich auf Seite 34 haben wir den Kreisbogen. Da heißt es an B ist gleich 2 mal R mal Pi mal Alpha durch 360 Grad. Ja, schreibe ich hier den Kreisbogen. So, schauen wir uns an, was haben wir gegeben. B ist ja sowieso gesucht, also kann ich schon schreiben, B ist gleich 2 mal den Radius des Kreisbogens. Schauen wir uns die Skizze schnell nochmal an. Der Radius ist nichts anderes als die Strecke MS1 zum Beispiel, die ist ja genau gleich groß wie MS2. Mal Pi mal Alpha durch 360 Grad und Alpha haben wir gerade berechnet mit 78,42 Grad. So, MS1 ist ebenfalls bekannt, also 2 mal 7 mal Pi mal 78,42 Grad geteilt durch 360 Grad. Das geben wir jetzt einfach in unseren Taschenrechner ein und drücken auf Ist gleich. Und dann erhalten wir für die Bogenlänge einen Wert von 9,58 Metern. Und damit wäre die Aufgabe gelöst.